So, weiter in der Reihe deutscher Jagdpanzer. Gewünscht waren Panzerjäger 1 und Marder 2, beide jetzt wieder in meiner Garage, und hier ist der Marder 2. Dem Hörensagen nach ist es mal ein absolutes Biest auf Tier 3 gewesen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kenne ihn nur so, wie er jetzt im Spiel Bestand hat, weil ich erst seit Februar 2013 spiele. Er ist wohl diverse Male genervt worden. Unter anderem Einzielzeit, Feuerrate, Geschwindigkeit etc. Also das sind wohl einige Punkte etwas beschnitten worden, weil er wohl zu stark war. So, was gibt's zum Marder zu sagen? Im Forschungsbaum folgt er dem Panzerjäger 1 auf Tier 1. Der Nachfolger vom Marder 2 ist der Hetzer. Den habe ich jetzt allerdings noch nicht, beziehungsweise nicht mehr in der Garage. Vielleicht hole ich ihn mir noch, das weiß ich noch nicht so genau. Ich fahre ihn auch hier, wie man sehen kann, im Top-Setup. Ist nicht wirklich teuer. Ich habe den relativ schnell durchgehabt, habe die meisten eigentlich relativ schnell durchgehabt im Low Tier, allerdings ohne das Verständnis gespielt, was mir jetzt großteils bei D-Pack näher gebracht wurde. Und somit habe ich mir die Panzer auch nochmal gekauft, um einerlei um zu sehen, sind die wirklich so schlecht, wie ich sie in Erinnerung habe, oder habe ich einfach nur so schlecht darauf gespielt. Und es ist in den größten Teilen also wirklich so gewesen, dass es meine spielerische Performance war, die den Panzer dann letztendlich in meiner Erinnerung so schlecht gemacht hat. So, zu den Daten selber. 165 Hitpoints hat der kleine Mann. 12,8 Tonnen Gesamtgewicht. Maximalgewicht meine ich, nicht Gesamtgewicht. 11,87 hat er in meinem Setup an Gewicht. 160 PS, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. Er ist recht flott unterwegs, der Kleine. Also das ist in Ordnung. Die Wendegeschwindigkeit 36 Grad in der Sekunde ist auch durchaus brauchbar. Zumal, wie man dazu sagen muss, man kann es vielleicht sehen, er hat hier dieser gesamte Bereich hier. Das ist die Wiege von der Kanone. Und die ist extrem weit schwenkbar. Also ich glaube, man könnte fast sagen, dass der Bereich von hier bis grob hier, sorry, das war ein bisschen arg weit, bis hier ungefähr geht. Also der hat einen enorm hohen Wirkungsbereich, in dem die Kanone eingesetzt werden kann, ohne dass der Panzer bzw. die Wanne selber bewegt werden muss. Das ist ein ganz, ganz großes Plus vom Marder. Sowohl negativ als positiver Richtwinkel, also Kanone nach unten und nach oben, sind auch durchaus brauchbar. Das nimmt dann erst später ab, also im Hetzer zum Beispiel, da ist es schon nicht mehr so wirklich vorhanden. Das Sturmgeschütz 3 hat es auch nicht wirklich. Jagdpanzer 4 müsste, glaube ich, meines Erachtens, zumindest vom Gefühl beim Spielen her, das Schlimmste von allen sein. Danach wird es dann wieder besser. Gut, weiter beim Marder. Das ist Wannenpanzerung 30, 50, 15. Das heißt 30 Panzerung von vorne, 15 von den Seiten und 15 von hinten. Standardschaden geht von 94 bis 156 und das ist ein durchaus brauchbarer Wert auf Tier 3. Hat 89 bis 148 Durchschlagskraft, 12 Schuss die Minute, Waffenrichtgeschwindigkeit 44 Grad in der Sekunde. Auch okay. Sichtweite 360 Meter ist sehr gut. Funkreichweite 310 Meter ist Standard mit dem Fuck 5. Zur Kanone haben wir hier 118 Durchschlag bei Nutzung von regulärer Munition. 125 mittlerer Schaden. Also mittleren Schaden teilen sich hier AP und APCR wie gehabt. Entschuldigung. 158 Durchschlag mit Premium-Munition und das ist ein giftiger Wert, also damit kann man durchaus auch einen KV-1 ärgern, frontal, also auch frontal. Das ist kein Problem und durch die relativ hohe Feuergeschwindigkeit von 12 Schuss wird er spätestens beim dritten Schuss, den er mit Schaden kassiert hat, sich überlegen, ob er weiterfährt oder ob er sich irgendwo eine Deckung aufsucht. Dann haben wir hier noch 39 mm Durchschlag mit HE.
Die macht 185 Schaden. Ja, also gegen leicht gepanzerte Ziele eventuell einsetzbar. Aber ich habe sie jetzt hier beim Marder, habe ich sie nur noch drinne zum Cap resetten. 83, also 0,43 Genauigkeit auf 100 Meter, das finde ich persönlich ist ein relativ schlechter Wert und das ist laut Aussagen von einigen älteren Spielern auch einer der Punkte gewesen, der gnadenlos kastriert wurde, kastriert in Anführungsstrichen. Also die Genauigkeit hat deutlich abgenommen beim Marder 2, weil das einer der Punkte war, wo in Anführungsstrichen wieder gebalanced wurde. Genauso diese 2,9 Sekunden Zielerfassungszeit, womit der teilweise Werte von Tier 5 Panzern hat, Tier 5 Heavies. Ich glaube, die Werte müssten ähnlich dem KV-1 sein. Und das finde ich schon etwas, also vom persönlichen Empfinden her muss ich sagen, ich finde es ein bisschen neben der Mütze. Es ist auf jeden Fall nicht gebalanced. Es gibt auch Panzer auf dem gleichen Tier, die deutlich schneller schießen, also Jagdpanzer. Von dem her weiß ich nicht, was das Problem von Wargaming an der Stelle war. Der Tarnwert, der tarneigene, also der panzereigene Tarnwert ist sehr gut. Also den Panzer bewusst und gekonnt eingesetzt, kann durchaus matchentscheidend sein. Der hat ein relativ hohes Damage Output, also ich komme mit dem Panzer sehr, sehr häufig weit über 500 Schaden. Ich habe auch schon Matches mit über 1000 Schaden geschafft, das ist alles kein Problem. Insofern das eigene Team Aufklärung betreibt oder aber der Gegner, wenn man eine Flanke alleine decken muss oder einen Mittelteil von der Karte, relativ langsam ist, sage ich mal, und sich einem nicht so schnell nähert, dass er einen aufklären kann. Also gekonnt in Deckung gespielt ist der Panzer ab ungefähr 50 Meter sichtbar, wenn er steht, also wenn er nicht bewegt wird. Was, ja, ich sag mal, bis 50 Meter von der Spotting, vom Spot des gegnerischen Panzers bis auf 50 Meter ran hat man eigentlich relativ viel Zeit, ihn zu beschießen. Auf Tier 3, insofern alle Schüsse treffen, sollte auf Tier 3 kein Gegner bis auf 50 Meter rankommen, sofern er alleine kommt. Eingebaut habe ich hier auch wieder aufgrund des niedrigen Levels den verbesserten Waffenrichtantrieb, um einfach diese heftigen 2,9 Sekunden zu reduzieren. Das ist ja, es ist ein Unding in meinen Augen. Da kann ich einfach nur noch mal betonen. Dazu das gleiche Setup wie im Panzerjäger 1 auch, also hier Scherenfernrohr und Tarnnetz einmal, um die eigene Sichtbarkeit zu reduzieren und die eigene Sichtweite zu erhöhen. Alles andere, was man sich hier so angucken kann, macht nicht wirklich Sinn. Entspiegelte Optik, das ist so ein Gimmick, was man haben kann, wenn man in Bewegung ist. Aber ein Jagdpanzer ist ja keine offensive Waffe, es ist eine defensive Waffe und so ist auch der Marder 2 zu spielen. Von dem her macht die entspiegelte Optik keinen Sinn. Das nasse Munitionslager ebenfalls nicht, weil ich glaube, ich habe bei dem Panzer noch nie einen Munitionslagertreffer gehabt. Weder beschädigt noch ein Ammo Rack, also dass ich direkt wegen Munitionslager in die Luft geflogen bin. Ist mir noch nie passiert. Leichte Splitterschutzbeschichtung macht hier auch überhaupt keinen Sinn. Der Panzer ist offen. Sollte man hier einen Artillerietreffer abkriegen oder einen HE-Treffer von einem gegnerischen Panzer, dann wird der so oder so durchschlagen, beziehungsweise der Splash Damage geht in den Panzer. Das heißt, durch die offene Bauform vom Panzer macht die Splitterschutzbeschichtung einfach keinen Sinn. Ja, dann haben wir noch die verbesserten Federn. Ladekapazität wird davon erhöht und die Haltbarkeit. Aber wie man sehen kann, ich habe hier fast noch eine Tonne Gewicht zur Verfügung. Von dem her brauche ich nicht wirklich mehr Ladekapazität und die Geschwindigkeit vom Marder ist jetzt nicht so hoch, dass man sich damit die Ketten kaputt fahren würde. Er wird auch selten getrackt, also das ist nicht so, dass bei dem Panzer die Ketten Prioritätsziel sind. Von daher sehe ich das auch als wenig nützlich an. Also in meinen Augen das beste Setup der Richtantrieb, Scherenfernrohr und Tarnnetz aus den beschriebenen Gründen. Munition habe ich 29 Schuss panzerbrechend,
6 Schuss Hartkernmunition, also die Premium-Munition, und einen Schuss HE. Dazu Feuerlöscher, kleine Ersatzteilkiste und Erste-Hilfe-Kasten, also dieses Standard-Setup, sage ich mal. Crew ist hier auf 82%, bis auf den Richtschützen, der ist noch auf 81%, also ich habe ihn auch erst recht neu wieder gekauft. Die Skill-Empfehlungen von mir sind hier auch, um die Fähigkeiten vom Panzer zu verstärken, die er hat. Also entweder im ersten Durchgang die komplette Crew auf Tarnungsskillen, alternativ den Kommandanten auf sechsten Sinn, die restliche Crew auf Tarnung, und im zweiten Durchgang dann wieder auf Waffenbrüder gehen. Reparatur ist auch hier aufgrund dessen, dass mit HE geschossen wird, auf den Tierleveln nicht sinnvoll, weil der Panzer aufgrund seiner Panzerung einfach auch recht anfällig ist für HE-Beschuss und auch One-Hits. So, dann gehen wir weiter zum Panzerungsmodell selber. Und dazu muss ich wieder in den What Tank Viewer. So, dann kommen wir jetzt zum Panzerungsmodell. Also das ist die Garagenansicht vom Marder 2. Hier haben wir das Kollisionsmodell, wo wir auch sehen können, wo ist Panzerung, wo ist keine. Null Panzerung hat er effektiv am Verschlusssystem von der Kanone. Allerdings nur innen, also aufpassen, dass ihr nicht von hinten in die Kanone beschossen werdet. 4 mm hat er hier im gesamten Blendenbereich, ist allerdings, wie man sehen kann, etwas gewinkelt, aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist, wie gesagt, das ist ein Jagdpanzer. Und hier kann man jetzt auch schön sehen, wie groß der Schwenkbereich ist. Ich werde aber noch einen Replay anhängen, wo man den Schwenkbereich der Kanone sehen kann. Sorry, ich habe hier irgendwie einen Frosch im Hals. Stehen geblieben, 4 mm. Also hier auf jeden Fall sehr gut zu durchschlagen. Kommen wir auf den 10 mm Part. Da fallen hier die Ketten drunter. Also die Ketten zählen als zusätzliche Panzerung von 10 mm. Seitlich 10 mm und hinten dann wiederum ein bisschen mehr. Also hinten 15 mm gepanzert. Und wie man hier sehen kann, die Ketten entfernt, ist die Wanne hier unten mit 15 mm gepanzert. Wenn man jetzt, hoppla, so, das war das Falsche. Wenn man die Ketten dazu rechnet, oh, ich habe hier ein Geklicke heute, die Ketten dazu nimmt, ist man hier praktisch oder effektiv seitlich auf 15 mm Panzerung. Dann kommen wir zu 20 mm Panzerung, da ist die Kanone dabei. Die obere Frontplatte. Und das war's damit auch schon. Also die Kanone bzw. die obere Frontplatte hat auch einen relativ brauchbaren Winkel, aber auf dem Tier wird die natürlich auch sehr leicht durchschlagen. Dann 30 mm, das ist hier der Aufbau unter dem Kanonensitz und die seitlichen Backen vom Aufbau. Kann man anwinkeln, durch den hohen Richtwinkel, also gerade wenn so Spezialisten wie der Panzer 1C zum Beispiel kommen, hilft teilweise rückwärts wegfahren und anwinkeln, um Abpraller zu kassieren. Also es funktioniert durchaus. Habe ich auch schon einige Male erfolgreich angewandt. Und hier haben wir noch 35 mm Panzerung. Also die stärkste Panzerung am Marder 2 ist hier unten die untere Panzerplatte, was ja durchaus mal, sage ich mal, mehr oder weniger ein Wunder ist bei einem deutschen Panzer, dass die untere Panzerplatte stärker gepanzert ist wie oben. Passiert jetzt nicht so oft. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einem Match. So. Erstes Replay zum Marder 2 auf Fischerbucht, Tier 5 Gefecht. Wir sind hier Low Tier,
aber aufgrund des hohen Durchschlags beim Marder und dem guten Damage, den er macht, kein großes Problem. Ich verschaffe mir hier kurz eine Übersicht, wo das Team steht. Im TS erfolgt hier parallel dazu die Absprache, welche Flanke wir abdecken, und wir gehen hier natürlich auf die H1, H2, G1, G2 Position. Wo wir die Sichtreichweite vom Marder und den Tarnwert ausnutzen können. Kurzer Blick nach hinten, nachdem hier geschossen wurde, um sicherzustellen, dass hier nicht irgend so ein Knallkopf, sage ich mal, auf meinen Panzer schießt, den direkt aus dem Weg zu gehen. Einfach mal die Richtung geändert. Erster Gegner gespottet, der BT-2 vom gegnerischen Team. Das ist ein, wie ich finde, sehr gefährlicher Panzer. Eine gute Kanone. Man kann hier auf der Minimap sehr schön erkennen, wie groß der Richtbereich vom Marder ist. Seite links und nach rechts ebenfalls enormer Richtwinkel. Allerdings scheint sich hier das Geschehen unüblicherweise mal komplett auf die Stadt verlagert zu haben. Steht jetzt schon 3-4, ein Gegner hat einen Kill mehr. Ich wechsle das Gebüsch. Fahre etwas zurück, um die Deckung besser ausnutzen zu können. Und warte wiederum, bis mein Scherenfernrohr und Tarnnetz aktiv wird. Und das übliche Spiel mit Jagdpanzern beginnt wieder. Warten. Primär warten wir hier eigentlich darauf, dass der FCM aufgeklärt wird und der Valentine AT, weil damit ist dann klar, wo sie stehen. Und das sind hier mit dem T49 die gefährlichsten Gegner gewesen. Weil das Panzer mit hohem Tarnwert sind und gefährlichen Kanonen. Speziell der FCM 3640 ist hier sozusagen ein kleines Sorgenkind, weil es auch ein sehr guter Spieler ist. Der sich hier direkt unseren Hetzer krallt. Leider auf der Minimap nicht mehr zu sehen. Das hängt zusammen mit der Funkreichweite vom Marder, die hier nicht ausreichend ist, um die ganze Map abzudecken, beziehungsweise es kann auch daran liegen, dass die Verbündeten einfach ihre Funkgeräte nicht
ausgebaut haben. Und da ist der FCM 36 Pack 40 aufgeklärt, die Lorraine 39 LAM aufgeklärt. Ich versuche hier den Gegner ins Ziel zu bekommen, der aber versteckt ist. Die nächste Lorraine ebenfalls hinterm Felsen versteckt. Damit sind drei Gegner aufgeklärt. Es fehlt nur noch der T49 und die M37. Um die Artillerie mache ich mir weniger Sorgen, obwohl die natürlich ein immenses Schadenspotenzial haben und auch sehr gefährlich sind für einen Marder. Durch das, dass es ein offener Panzer ist. Und hier spotte ich den T40. Ach, sorry, das war kein T49, es war ein T40. Hier landet der erste Artillerietreffer bei mir. Der zweite. Und die FCM nimmt hier unseren KV-1 raus. Erwischt. Ohne genau einzuzielen, die erste Artillerie abgeschossen. Ich nutze hier den Stein noch als Deckung, damit mich die Artillerie nicht beschießen kann und bewegt mich rechtzeitig, weil die M37 von links schießt. Ziele sie ein. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wiederum ohne genau einzuzielen. Erwischt. Ohne die Scope an sich zu nutzen. Die Pack 40 zerstört hier leider unseren Zugkollegen. Dafür schieße ich sie wiederum ab. Es bleibt übrig noch eine Artillerie und deren Position ist ebenfalls bekannt und da ist sie schon. Hat zu früh geschossen, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, um einzuzielen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und bestätige den vierten Abschuss. So, die Statistik von, dass wir hier 11.442 Credits bekommen haben, 1.556 EP mit Double, das war der erste Tagessieg. Die Paschucci-Medaille, die man bekommt, wenn man drei gegnerische Artillerien abschießt, passiert einem nicht so oft mit einem Jagdpanzer, dass man in Face-to-Face-Kämpfe mit Artillerie verwickelt wird. Aber nachdem die Flanke offen war, war das einfach eine Option, die wir nutzen konnten. Der Teamscore sagt aus, natürlich ganz klar der KV-1 hier mit 1415 Schaden, 4 Kills, ganz oben mit 893 Erfahrung. Auf Platz 2 stehen wir mit dem Marder 2, 361 Schaden, 4 Abschüsse, 519 Erfahrungspunkte. Und im detaillierten Kampfbericht sind das 5 Schüsse abgegeben, 5 Treffer, 5 Mal Durchschlag, 361 Schaden, einen Schuss abbekommen. Mit einem Durchschlag. Das müsste, glaube ich, die FCM gewesen sein. Habe ich jetzt gar nicht während dem Match drauf geachtet. 110 potenziell erhaltener Schaden. 2 Gegner aufgeklärt, 5 zerstört. 5 beschädigt, 4 zerstört. Und 166 Spotting Damage. Das war ein Nettogewinn von 10.551 Silber. Und damit kommen wir dann direkt zum zweiten Replay. Dann kommen wir hier zum nächsten Gefecht mit dem Marder 2. Wieder zusammen mit Don Joachim im Zug, der mit seiner Su-76 hier spielt. Auf der Karte Südküste. Vom Matchmaking her können wir sehen, dass wir Low-Tier sind, was nicht wirklich die ideale Config ist, aber hier sollte dennoch einiges machbar sein. Es ist kein Gegner dabei, den wir nicht durchschlagen können. Gefährlich sind sie aber leider alle.
heißt, du musst hier relativ passiv spielen. Irgendein Teammate scheint hier begeistert davon zu sein, die Ruinenreste auf den Berg abschießen zu müssen. Der T-40 fährt hier in die Position, die ich eigentlich auch nutzen wollte. Ich fahre hier leicht ferngesteuert durch die Gegend, weil ich nicht so recht weiß, wohin mit mir. Hier haben wir ein Ziel. Und der T-49. Wird hier sofort in Arbeit genommen. Hat sich offensichtlich weiter bewegt. Da ist er. Fährt hier. Ich weiß nicht genau, was er hier versucht, aber das Einzige, was es gebracht hat, war, dass er hier noch Schaden gespendet hat und EP. Hier den T28. Leider nicht mehr treffen können. Jetzt wird es an der Stelle für uns lustig. Das Sturmgeschütz fährt vor. Ich supporte hier. Stuck nimmt unseren Zugkollegen raus. Ich habe geguckt, ob ich ihn vielleicht sehen kann. Ist hier aber nicht möglich. Und da ist das Sturmgeschütz. Was ich hier. Sofort beschieße, wie man sehen kann, war der Durchschlag kein Problem. Hier nur der zweite Schuss auf die abgeschrägte obere Panzerung getroffen und damit war kein Durchschlag mehr möglich. Dafür haben wir hier den Churchill, der spendabel seine Seite zeigt und uns hier Free Damage und Free XP schenkt. Die Kette gezogen und nochmal Schaden gemacht. Und den Abschuss. Stuck kommt auch wieder raus. Und verschwindet in die Garage. Fahr hier vorsichtig vor, um zu gucken, ob ich vielleicht an den Panzer 1C rankommen kann. Der ist sehr gefährlich. Zumindest für mich, weil er mich überall durchschlagen kann. Scheint nicht sonderlich erbaut zu sein darüber, dass er abgeschossen wurde. Keine Ziele mehr für mich erreichbar. Und ich entscheide mich jetzt dazu vorzufahren und vielleicht noch ein bisschen Support am KV-1 geben zu können. Weil der Durchschlag der Marderkanone dazu allemal ausreichend ist. Und insofern der KV-1 hier mit dem Panzer 4 im Gefecht ist, kann ich ihn flankieren. Bei solchen Abhängen grundsätzlich immer die Geschwindigkeit verringern, wenn nötig, auch kurz stoppen. Um zu vermeiden, dass hier der Panzer komplett zerstört wird oder beschädigt. Allerdings bin ich hier zu langsam, um noch ans Ziel zu kommen. Somit bleiben es 3 Abschüsse und 975 sichtbarer Schaden. Und somit kommen wir direkt zu den Statistiken bzw. dem Kampfbericht. Und der hat hier ergeben 18.222 Credits, 1176 Erfahrung. Wir haben
hier als Tier 3 als niedrigster Panzer im Gefecht die höchste XP bekommen, 784 Erfahrung ohne Premium, 3 Abschüsse, 975 Schaden. Und unser Zugkollege ist hier mit einer 0-0-Runde rausgegangen, er ist sehr früh abgeschossen worden. Kann passieren. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe 12 Schuss abgegeben, 10 getroffen, 9 davon mit Durchschlag. Selber keinen einzigen Schuss abbekommen. 4 Gegner beschädigt, 3 zerstört. Hab noch 186 Aufklärungsschaden gemacht. Das müsste theoretisch der Kettenabschuss beim Churchill 1 gewesen sein. Und nach Abzug sämtlicher Betriebskosten bleibt ein Nettogewinn von 17.166 mit Premium-Account übrig. Ohne Premium wären es 11.092 gewesen. Das war an der Stelle auch schon wieder alles zu dem Gefecht, zum Marder 2 auch. Wenn es geholfen hat, wenn es hilfreich ist, wenn es interessant war, gefällt mir drücken, Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Spielen. Und eventuell, wie gehabt, schreibt man sich, spielt mal gegeneinander, miteinander oder ähnliches, wie gehabt. Somit noch viel Spaß beim Spielen.